Guten Morgen, meine Lieben, und einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Wir haben Samstagvormittag, beziehungsweise morgen. Es ist 8 Uhr. Und ich dachte, ich nehme die Kamera mal wieder mit. Ich habe irgendwie totale Lust gerade. Und genau, ich nehme euch also so den Vormittag, vielleicht auch Nachmittag mit, je nachdem. Aber am Samstag ist ja immer so, dass Felix relativ früh von der Arbeit kommt, nämlich schon um 14 Uhr. Und genau, da verbringen wir die Zeit natürlich als Familie. Diese Woche ist auch relativ viel geplant. Also ich habe jetzt gleich vor, nach dem Frühstück an meine Nähecke zu gehen. Einige wissen ja vielleicht, dass ich im Schlafzimmer so eine kleine Ecke habe, wo halt mein Stoff liegt, wo ich halt nähe. Und das würde ich gerne mal aufräumen und umräumen und aussortieren. Das sieht einfach aus wie Sau da. Und ich finde, das macht das Schlafzimmer einfach immer so kaputt, weil man immer direkt dahin guckt. Und deswegen wollte ich das gerne aufräumen und so ein bisschen hinterm Beistellbett verstecken, sozusagen. Genau, da wollte ich euch auch so ein bisschen mitnehmen. Ich bin diese Woche total im Ausräumen und Aufräumfieber gewesen und ja, habe super viel aussortiert, ausgemistet. Kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Genau, und jetzt wollen wir alles verkaufen. Schauen, ob wir uns eventuell sogar jetzt Anfang Oktober auf den Flohmarkt stellen, damit es wirklich alles mal wegkommt, was wir nicht brauchen. Genau, da wollte ich euch also mitnehmen. Und dann morgen, also der Sonntag, da steht Wählen an. Das heißt, wir gehen wählen. Da müssen wir dann zu den verschiedenen Wählstationen fahren. Einmal für mich, einmal für Felix. Und dann gehen wir wählen. Und das verbinden wir dann gleichzeitig mit einem Besuch bei meinen Schwiegereltern. Und nachmittags kommt auch noch Familie von mir zu Besuch hier zu uns und da verbringen wir so den Nachmittag, weil meine Schwester heute Geburtstag hat. Das feiern wir dann morgen nach. Also das Wochenende ist wirklich voll. Aber ich nehme euch einfach so ein bisschen mit und wünsche euch viel Spaß. Die Große schläft, also Lia schläft gerade noch. Ich habe sie aber gerade schon gehört. Ich glaube, sie wird gerade wach. Genau, die ist super erkältet und schläft sehr, sehr schlecht. Die schläft jetzt seit 3 Wochen ungefähr in ihrem Zimmer. Und das ist für uns alle viel, viel besser, denn Lia schläft endlich durch. Und das Einschlafen klappt auch jetzt super nach 3 Wochen. Genau. Und jetzt kam sie aber die Nacht wieder zu uns, weil sie eben so erkältet ist. So, ich glaube, die kleine Babymaus bekommt Hunger. Die hat mich noch gar nicht gefrühstückt. Jetzt, ich habe sie schon fertig gemacht. Nach dem Aufstehen mache ich das immer direkt. Also das Erste, was ich mache, ist die Kleine fertig. Und jetzt werde ich sie mal stillen und dann mal gucken, wann die Große runtergetigert kommt. So, hier muss ich gleich auch noch aufräumen. Das ist noch das Chaos von gestern Abend, genau. Wir verbringen jetzt immer den Abend so ein bisschen hier unten, Felix und ich. Und dann gehen wir so gegen 9 nach oben ins Schlafzimmer und schauen dann da weiter Fernsehen. Weil das für die Kleine einfach viel, viel besser ist, haben wir jetzt so gemerkt, gelernt. Denn ja, sie hat abends immer so ihre Schreiphasen. Da schreit sie von 18 Uhr bis 11 Uhr, manchmal 12 Uhr. Und nichts hilft da. Und jetzt haben wir uns halt so ein bisschen damit abgefunden und so ein paar Sachen entdeckt, die ihr gefallen. Und deswegen, genau, liegt hier noch so ein bisschen Chaos, weil wir dann einfach nur nach oben gehen, damit die Kleine dann auch zur Ruhe kommt. So, genau. Und dann wollen wir jetzt gleich erstmal frühstücken und dann muss ich auch schon das Mittagessen vorbereiten. Muss jetzt gleich mal Hackfleisch rausholen, weil ich heute Burger machen wollte. Freut sich bestimmt der Felix. Genau, und dann muss ich mich fertig machen und Lia. Also wie gesagt, ich mache immer erst die Kleine fertig, dass sie auch komplett fertig ist. Da genieße ich auch ganz lange die Zeit am Wickeltisch. Also sie hat immer so 10 bis 20 Minuten, die sie am Wickeltisch komplett ruhig ist und richtig lieb ist und genießt und da rumliegt und rumschaut und lacht und alles. Und das genieße ich immer mit ihr. Also es ist mir auch egal, was dazwischen kommt. Also das genieße ich immer mit ihr und ich liebe das. Und genau, dann mache ich sie dann in Ruhe fertig, wickel sie, wasche sie und ziehe sie schön an. Und das haben wir jetzt schon gerade gemacht, in der Zeit, wo Lia noch schläft. Dann habe ich jetzt gerade meinen Bruder geweckt, weil der gleich Feuerwehr hat. Und der ist ja in der Pubertät und da ist es ja mit dem Aufstehen nicht so schön. Und genau, deswegen habe ich ihn jetzt gerade geweckt. Ja. Und dann, wie gesagt, gleich erstmal frühstücken. Und dann geht es auch schon los oben, weil wir halt eben das Wochenende jetzt so viel zu tun haben. Heute Nachmittag wollten wir zum Beispiel auch Thema Buchhaltung angehen, weil es ist einfach so kompliziert bei meinen 3 Jobs jetzt. Oder ja, 3 Jobs, wo ich Buchhaltung machen muss. Eigentlich habe ich 4 Jobs. Und ja, deswegen, Felix hat das ja gelernt und deswegen kümmert er sich nachher mit mir zusammen darum. Und wir schauen mal, weil der Steuerberater schon, ja, die ganzen Sachen braucht, um die Steuererklärung zu machen.
Und da bin ich immer so ein bisschen auf dem letzten Drücker und deswegen wollten wir das jetzt dieses Wochenende machen. Und das wollten wir jetzt heute Nachmittag machen. Genau, wir haben eh schlechtes Wetter. Wäre gutes Wetter gewesen, hätten wir bestimmt einen Ausflug gemacht, aber es ist super schlechtes Wetter. Und deswegen haben wir super viel zu tun. Deswegen wollte ich jetzt mein Nähzimmer schon vormittags angehen. Je nachdem, wie es klappt mit den beiden Kindern. Die Große ist wach und sie hat jetzt schon Frühstück gekriegt. Ihren Bärenkäse. Den im Schlafanzug am Wochenende, ne? Und jetzt? Ich bin lange geheiratet, Mama. Genau, du hast wieder allein geheilt. Hast du toll gemacht, mein Schatz. So, die Große hat gegessen. Und jetzt beginnt hier unsere Morgen-Vormittagsroutine, nämlich die ganze Zeit so auf und ab gehen. Wenn die Kleine dann nur so auf mir einschläft, für ihr Vormittagsschläfchen. Und dann gehe ich hier immer auf und ab. Und dann kann ich sie hier eigentlich, wenn sie eingeschlafen ist, in den Stubenwagen legen. Ich die ganze Zeit auf und ab. Manchmal singe ich dann noch was für sie. So, ablegen hat geklappt. Und ich werde jetzt hochgehen, mich fertig machen und Lia fertig machen. Das ist immer so das Erste, was ich mache, wenn das Ablegen geklappt hat. Und hier so ein bisschen aufräumen. Und dann gehen wir schon in die Ecke und räumen auf. Ne, mein Schatz? Und ich jetzt erstmal fertig machen oben? Ja. Ja, dann los nach oben, komm, Schatz. Und dann muss ich auch gleich noch. Ja, die Stoffe, genau. Nur hier eine Küche Licht machen. So. Genau. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch und machen uns fertig. Und. Nein, du musst jetzt nicht einmal saugen. Juden schläft hier. Komm. Genau. Komm, Schatz, das schaffst du. Komm, du bist so groß. Komm schnell. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ich wollte die Waschmaschine noch einmal anmachen. Ich habe im Moment so viel Wäsche. Ich habe immer bei Lia, also als ich nur Lia hatte, hat immer meine 5-Kilo-Maschine gereicht. Ich habe immer eine Maschine normale Wäsche gewaschen die Woche und eine Stoffwindelwäsche. Und jetzt wasche ich, also eigentlich müsste ich 2 Maschinen pro Tag waschen. So viele Wäsche habe ich gerade. Weil Lia, oh ja, Entschuldigung, Mama wartet. Lia wird gerade trocken, das heißt viel Wäsche. Dann noch Baby, dann noch jetzt noch ein Stoffwindelkind. Wobei Lia ja nicht mehr so viel Stoffwindeln braucht, aber trotzdem, also das ist schon heftig. Und ich bin echt überlegt, ob ich mir eine größere Waschmaschine hole und einen Trockner. Ich war eigentlich immer gegen Trockner und so. Aber im Moment weiß ich echt nicht, wohin damit. Und dann müssen wir dich jetzt mal umziehen. Das ist noch dein Schlafanzug an, mein Schatz. Mama muss ich auch noch mal umziehen. Und Haare kämmen und waschen, ne? Oh, die zieht sich schon aus. Ja, die Nähecke sieht katastrophal aus. Ich zeige euch das gleich mal. Aber das ist mir echt ein bisschen unangenehm. So, die Kleine möchte einen Schlüpper heute, keine Windel. Und sie bekommt dieses hier drüber. Und Socken. So, hier seht ihr mein kreatives Chaos, nenne ich es immer. Also, ich habe hier wirklich immer alles liegen. Hier sieht man auch, dass Lia immer mit mir spielt, wenn ich nähe. Also, Spielzeug liegt hier auch. Genau, also hier einmal dieses Chaos. Und dann hinten halt meinen ganzen Stoffvorrat. Ja, also das ist jetzt mein großes Projekt. Ich würde zum Beispiel hier den Tisch gern weghaben, weil ich es erstens nicht mag, dass ich so mit dem Rücken zur Tür sitze. Und ich finde, das hier ist halt so, man guckt da immer direkt drauf und ich hätte das gerne ein bisschen dezenter. Hier habe ich mir jetzt einen Wäschekorb zurechtgelegt. Da werde ich jetzt einmal den ganzen Stoff reintun, den ich in klein habe, also zugeschnitten schon. Denn da habe ich unten jetzt einen Schrank, wo ich den ganzen Stoff rein tue. Und das werden wir jetzt zuerst machen. Also hier zum Beispiel seht ihr, habe ich immer so zugeschnittene Teile. Das sind halt so ganz besondere Stoffe. Zum Beispiel die hier sind wirklich sehr rar zu bekommen. Und das sind so meine Heiligtümer. Aber es gibt natürlich auch ganz viel, was ich jetzt vernähen möchte. Zum Beispiel diesen Haufen hier und diesen hier unten, was ich jetzt wirklich sage, okay, ich lager das nicht mehr, das kommt jetzt alles weg. Und ich habe unten im Wohnzimmer einen Schrank, den zeige ich euch nachher auch noch. Und da liegen solche Schnittstücke. Und da brauche ich jetzt hier auch noch einen Schrank. Deswegen kommt das jetzt alles nach unten. So, hier ist es übrigens auch sehr, sehr dunkel. Das nervt mich auch total. Also ich werde hier nachher auch nochmal irgendwie eine Lampe kaufen. Ich hoffe, ich kriege da nachher was beim Einkaufen.
Mama? Ja, mein Schatz. Aber jetzt mal die ganzen Stoffe hier rein, ne? Richtig schöne Stoffe dabei, schaut mal. Kaufst du alle? Hm? Was kaufen wir? Eine Lampe nachher? Ja. Ja. Damit hier mal ein bisschen mehr Licht ist, ne? Ich glaube, alles passt hier übrigens nicht rein. Ich glaube, ich muss mehrfach laufen, aber das ist ja kein Problem. Mama, passen wir alle da rein? Nee, die passen hier nicht alle rein, mein Schatz. Aber das ist auch gar nicht schlimm. So, machen wir hier unten weiter. Mhm. Hier sind richtig schöne Stoffe dabei. Wahnsinn. Wusste Mama gar nicht, dass sie die überhaupt noch hat. Das ist auch mal gut, das zu wissen, so eine kleine Inventur hier zu machen. Der ist auch richtig toll. Ich glaube, das sieht ihr alles gar nicht, ne? Alles viel zu dunkel hier in der Ecke. So. Ja, viel zu dunkel, mein Schatz. Oh, die kleine Schwester ist schon wieder wach. Hörst du sie? Mama hört sie. Dann müssen wir sowieso runter, aber der Korb ist auch voll, nehmen wir den direkt mit. So, und nun? Da hat sie meine Stimme gehört, jetzt wieder Ruhe. Oh, jetzt bewegt sie sich wieder. Na, sie möchte raus, glaube ich. Oh mein Schatz, hey. Du liegst auch hier ein bisschen doof, wa? Du liegst hier auch ein bisschen doof, wa? Mein Schatz, hallo, was ist denn los? Schläfst du eigentlich immer 2 Stunden? Hm? Oh, dann laufen wir mal wieder auf und ab. Mal gucken, ob sie wieder einschläft. Der Ball, den großen? Der große steht da. Wir haben nämlich jetzt so einen Gymnastikball. Und die Kleine das total mag, wenn man da so mit ihr drauf rumhüpft. Kleine! Kleine Ball? Wo ist dein kleiner Ball? Weiß ich nicht. Komm, wir gucken mal. Muss ich hier nachher auch nochmal Lias Spielecke zeigen. Die hat nämlich so einen kleinen Indoor-Spielplatz hier gekriegt. Das wollte ich auch nachher auch nochmal zeigen. Und hier wartet jetzt mein Korb mit den Stoffen. Und da hinten ist nämlich der Schrank, seht ihr den? Und da sind so meine Stoffe drin, aber das zeige ich euch dann gleich. Ich weiß nicht, was du meinst, mein Schatz. Guck mal, da vorne ist dein Paw Patrol Ball hier. Meinst du den? Paw Patrol Ball? Nein. Dann weiß ich auch nicht. So, das hier ist mein Nähschrank. Genau, also mein Stoffschrank. Den haben wir jetzt gerade neu besorgt. Und hier ist eigentlich immer relativ sortiert mein Stoff, außer dass der Bündchenhaufen umgekippt ist. Weil ich gerade neue Bündchen bestellt habe und dann war der Haufen so hoch und deswegen ist er umgekippt. Genau. Da kommt jetzt der andere Stoff auch noch rein. Das habe ich hier alles. Das sortiere ich jetzt kurz ein. Die Kleine schläft nämlich wieder. Mal gucken, wie lange. Ich versuche mich zu beeilen. Das ist einfach so viel. Oh Gott. Ich muss schon die Strecken hier, um hier hochzukommen. Schaut mal. Passt bis oben alles voll. Oh. Da. Wenn man sich mal überlegt, was hier für Mama, Geld steht. Das ist super. So. Das hier ist Uni. Das kommt hier unten. So, weiter geht's. Dann muss ich mir auch noch mal einfallen lassen, was ich hier mit den ganzen Ballen mache. Aber das mache ich dann nachher. Das schaue ich mal, wie ich die Regale stelle. Damit man das so ein bisschen verstecken kann. So, ich habe jetzt hier schon mal so die zugeschnittenen Sachen weggeräumt und so ein bisschen, ne, jetzt hole ich die Nähmaschine da runter. Die werde ich dann nachher auch gleichzeitig reinigen komplett, aber erst wenn die am neuen Ort stehen.
Genau, jetzt rufe ich die erstmal runter, muss ich erstmal die Kabel abmachen und dann werde ich den Tisch hier abbauen, weil den möchte ich ja so nicht mehr hier haben. Hallo meine Lieben, wir haben Montag. Ich habe euch den restlichen Samstag und Sonntag nicht mitgenommen, aber es ist auch nicht viel passiert. Wir haben einfach die Zeit als Familie total genossen und jetzt geht's wieder los. Montag, es ja, ist schon nachmittags und die Kleine ist heute 6 Wochen alt. Wahnsinn! Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich bin heute schon wieder sehr, sehr sentimental, weil das mir alles viel zu schnell geht. Und ja, ich immer die alten Fotos, in Anführungsstrichen alten Fotos anschaue und denke, oh mein Gott, wie klein sie war. Und jetzt ist sie schon so groß und lebendig. Sie ist schon richtig wach und sowas. Genau. Ich nehme euch heute noch mit, denn ich habe etwas vor. Und zwar habe ich ja oben meine Nähecke aufgeräumt und ich bin immer noch nicht fertig. Ich zeige euch das gleich. Es sieht nämlich katastrophal aus. Wir wurden aber unterbrochen von der kleinen Mörre hier. Die wollte nämlich Samstag nicht mehr weitermachen, beziehungsweise wollte sie, dass Mama nicht mehr weitermacht. Und deswegen wurden wir unterbrochen, Lia und ich. Lia hat mir richtig toll geholfen, das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, das Problem ist, so wie ich das hingestellt habe, geht es nicht. Denn dann kann ich nicht mehr nähen, weil meine Füße da keinen Platz haben. Aber ich zeige euch das, wie gesagt, gleich. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Und deswegen brauche ich jetzt einen neuen Schreibtisch. Jetzt wollte Felix mir einen bauen, aber ich war nicht so recht zufrieden mit dem Ergebnis, beziehungsweise mit dem Vorschlag. Und ich habe bei IKEA gesehen, dass IKEA einen richtig günstigen Schreibtisch hat, der einfach genau das ist, was ich brauche. 2 Meter groß für alle 3 Maschinen, also genau das, was ich brauche. Jetzt habe ich gedacht, okay, dann fahre ich Montag zu IKEA, also heute. Habe mein Auto ausgemessen, mein Auto ist zu klein. Dann habe ich online geschaut, ja, mein Schatz. Gleich, mein Schatz. Mama erzählt kurz zu Ende, ja? Mein Auto ist zu klein und ich habe online gesehen, dass das Trofastregal, was wir für Lia haben wollten, auch wieder vorrätig ist bei uns hier in der Nähe. Und deswegen wollte ich das auch direkt mitnehmen, dann, wenn ich natürlich bei IKEA bin. Aber wie gesagt, mein Auto ist zu klein für die große Schreibtischplatte. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mir das liefern. Die Lieferkosten sind mir aber zu hoch. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass mein Vater zu Hause ist. Und mein Vater hat einen Anhänger. Und ein Anhängerführerschein. Ja. Okay, Mama erzählt in der Küche weiter. Genau, also ich dachte dann, dass ich einfach meinen Vater frage, ob er mit uns heute dahin fährt. Nein, das ist noch nicht fertig, Schatz. Aber ich habe ihn jetzt noch nicht erreichen können. So, hier seht ihr also mein Chaos. Wir haben hier alles in so Boxen getan und die ganzen Expedit stehen hier rum und die Stoffe und alles. Genau, und hier wollte ich jetzt eigentlich meine Nähmaschine hinstellen, so wie ihr das jetzt seht. Und dann hier nähen. Das Problem ist aber, wie ihr seht, ja, die Regale sind halt im Weg. Das habe ich mir vorher überhaupt nicht so gedacht. Und deswegen wollte ich jetzt hier so einen ganz langen Schreibtisch hinstellen. Da dann die Nähmaschine rauf und nähen. Hier wollte ich noch ein Regal an die Wand machen für den ganzen Schleifenkram und sowas. Genau, und mit dem Regal weiß ich gar nicht, was ich mache. Ich glaube, das kann weg. Und die Stickmaschine weiß ich auch noch nicht wohin. Aber mal schauen. Genau, aber wie gesagt, hier bräuchte ich halt jetzt erstmal ein Regal. Ein Schreibtisch meine ich. Ein Regal habe ich da. Genau, und eine neue Lampe bräuchten wir hier für die Ecke auch, damit hier auch mal richtig viel Licht ist, weil es ist echt dunkel hier. So, meine Liebe, ein kleines Update für euch. Wir haben Dienstag und ich war tatsächlich gestern Abend mit meinem Vater noch bei IKEA. Und hier seht ihr auch schon meinen neuen Schreibtisch. Hier steht er. Und wir haben gleichzeitig auch noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Zum Beispiel, ach, kann ich euch zeigen, steht hier vorne direkt. Hier einmal so eine Wand. Da kann man so kleine einzelne Fächer reinstecken. Hier seht ihr das. Solche kleinen Fächer. Hier gibt es einmal welche aus Glas mit Deckel. Oder es gibt Upsala. Es gibt so komplett aus diesem Blech offen oben. Und da wollte ich jetzt so ein bisschen so Knöpfe und so für meine Nähecke reinsortieren. Das wollte ich dann da an die Wand machen, an die eine freie, über meinem Schreibtisch dann. Oh, Baby hat eine Röpserle. Genau, und dann haben wir hier für Lia so ein Trofastregal mitgenommen. Seht ihr das? Das sind schon mal die Kisten. Das Regal steht da noch eingepackt. Und ich habe auch noch eine Lampe eingepackt, die ist ja auch noch drin. Ne? Und auch direkt so LED-Lampen, Leuchtmittel für die Lampe.
Genau, alles für die Nähecke. Also es ist eine Kompletterneuerung der Nähecke jetzt geworden. Und hier, wie gesagt, der Schreibtisch, der ist jetzt 2 Meter. Und wir bauen das morgen auf. Morgen hat Felix frei und da wollen wir das alles komplett aufbauen. Und da wollte ich euch dann mitnehmen auch direkt. Also es wird diesmal echt ein XXL-Vlog. Aber jetzt habe ich angefangen da mit meiner Nähecke. Jetzt muss ich es auch zu Ende bringen, habe ich irgendwie das Gefühl. Deswegen ja, nehme ich euch jetzt einfach direkt mit und zeige euch alles, wie wir das morgen machen. Auch wie das hier mit dem Trofastregal aussieht und so. Das Trofastregal soll hier in Lias Spielecke. Genau, die wollte ich euch ja auch noch zeigen. Ne? Kann ich ja jetzt mal direkt machen. Das hier ist Lias Spielecke. Hier hat sie so einen schönen Teppich. Hier habe ich ihr so eine Schaukel gebaut. Die haben wir selber gemacht. Ja, mein Schatz. Hier hat sie so eine Rutsche mit so einem kleinen Spielbogen. Das kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Das ist von Kletterling. Hier hat Felix gestern noch Holz hingelegt. Das kommt aber auch weg. Und hier ist auch noch so ein Spieldreieck und ihr kleines Schiffchen. Ihre Küche und hier ist eben mein Stoffschrank. Genau, das ist so Lias Spielecke mit einem richtig schönen Teppich hier. Und dann hat sie hier ihre komplette eigene, so kleinen Indoor-Spielplatz, sage ich immer. Genau, heute war nicht viel los, heute stand ganz, ganz viel Haushalt an und ist gerade mein neues Tragetuch angekommen. Schaut mal, richtig schön. Jetzt habe ich hier die Kleine in der Trage, die schläft auch schon fast. Und hier habe ich den My Hummy hängen. Falls ihr euch wundert, was das so für ein Geräusch ist hier, das macht der My Hummy. Boah, jetzt ist Lia darauf geklettert. Cool, mein Schatz, toll. Sie liebt es einfach, so einen kleinen Indoor-Spielplatz hier. Sie braucht es auch. Ein Foto von dir machen? Ja. Okay. So, mein Lieben, wir haben den nächsten Tag. Wir waren jetzt gerade mit der Kleinen beim Ohrenarzt. Und Felix ist jetzt schon fleißig mit Lia und baut hier das Trofastregal auf. Ich zeige euch das einmal. Und dann geht es an mein Nähzimmer danach. Genau, da wird dann der Schreibtisch aufgebaut. Ihr baut für dich ein Büro? Ja. Ihr denkt, es ist ihr Büro? Ja, ich zeig das mal, warte. So, hier wird jetzt aufgebaut. Das Trofas. Wir haben das in weiß mit den grauen und weißen Behältern. Da kommen auch viele Dübel rein. Weiter geht's mit dem Schreibtisch. Der ist schon fertig. Alle. Guck mal, hier, was ein großer Tisch da. Sieh mal. So, Schreibtisch steht, Nähmaschinen stehen. An Ort und Stelle. Die hat Lia hier schon wieder angemacht. So. Zack. Jetzt sind wir hier schon am Einsortieren von diesen kleinen Fächern für das Regal. Das kommt hier hin. Wie ich das noch immer griffbereit habe. Am meisten sitze ich ja hier und hier. Die Nähmaschine kommt sehr, sehr selten zum Einsatz. Genau, hier haben wir so ein paar Knöpfe und sowas. Jetzt ist dran, siehst du? So, die Nähecke ist soweit fertig. Wollte ich euch mal zeigen. Und wir haben hier auch Licht, Leute. Schaut mal jetzt. Ganz, ganz hell hier in meiner Nähecke. Und schaut mal. Boah, so schön. Ich bin so verliebt. Endlich mal Platz. Und wir haben hier hinten auch den ganzen Stoff weggeräumt, wie ihr seht. Zeige ich euch gleich mal wohin. Hier ist noch mega Chaos. Aber, ja, so sieht das jetzt hier gerade aus. Da seht ihr auch schon meinen Stoff. Felix hatte hier nämlich die Idee, das hier so in das Expedit reinzutun. Und deswegen stehen jetzt hier meine ganzen Ballen drin, wie ihr seht. Da seht ihr das. Genau, und da oben drauf meine Stickmaschine und schon zugeschnittene Sachen. Und da hinten auch noch ganz, ganz viel Stoff. Aber das muss ich alles noch wegsortieren und ja, alles aufräumen. Ja, und dann, wie gesagt, hier auch noch Licht. Und hier ist so die Nähecke mit dem 2-Meter-Tisch, wo jetzt die 3 Maschinen draufstehen. Und so ein kleines Regal haben wir hier auch noch angebracht,
damit ich auch meine ganzen Sachen ordentlich einsortieren kann und sowas. Im Babyzimmer gab es auch noch eine neue Lampe. Schaut mal. Da oben haben wir jetzt auch endlich Licht. Hier vorher hatten wir echt nur, ja, so eine Glühbirne da hängen. Ich habe hier gerade Wäsche gemacht übrigens, deswegen sieht das hier gerade so ein bisschen katastrophal aus. Und ich wollte euch noch was zeigen, richtig süß, was wir bekommen haben. Schaut mal, eine richtig schöne Windeltorte. Richtig süß, oder? Dem Wal und sowas. Richtig goldig. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken. Die hat nämlich auch einen Instagram-Shop. Und das ist so süß gemacht hier, finde ich. Und das passt auch alles so gut zusammen, sogar hier mit Spucktuch und sowas. Richtig süß. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich finde das mega toll. Genau, so, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, wir haben auch noch Bilder aufgehängt. Aber ich kann euch ja nicht so viel zeigen, aber so von Weitem. Hier steht jetzt Lias Trophäusregal, ist auch schon eingeräumt. Und ja, das ist jetzt hier so ihre Spielecke. Jetzt wollen wir hier auf jeden Fall auch noch das hier natürlich aufräumen. Ihr Boot soll woanders hin. Damit spielt sie hier sowieso nicht. Das ist dein Büro, ja. So, und jetzt will ich auch den Vlog hier beenden. Er ging jetzt mehrere Tage und ich hoffe, euch hat er gefallen. Genau, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!